Herzlich willkommen zu unserem Mind Academy Pickup Training. Unser Thema heute: eigene Bilder einer Map hinzuzufügen. Nun ist es einfach, ein Bild aus der Bibliothek des Mind Managers in die Map hinzuzufügen, indem wir zum Beispiel auf die Bibliothek klicken und dort ein Bild aus unserer Bildersammlung wählen, was wir denken, das in irgendeiner Form passt. Wenn wir dort aber nichts finden, also kein Bild, was uns anspricht, oder wir ein individuelles Bild haben, was dem Mind Manager jetzt hier nicht bekannt ist, dann ist die Frage, wie kann man diese Bilder in den Mind Manager bekommen, in die Map bekommen. Zum einen kann ich einzelne Bilder einer Map hinzufügen, indem ich mit der rechten Maustaste auf den 2 klicke und in dem sich öffnenden Kontextmenü auf den Bereich, auf den Punkt Bild klicke, dort aus Datei wähle. Und jetzt kann ich über mein Dateisystem mein Bild entsprechend heraussuchen und sagen, okay, dieses hätte ich gern, das möchte ich jetzt hier einfügen. Nun kann ich es verwenden, bearbeiten und ähnliches. Das ist mit einigen Klicks verbunden. Wenn wir nun mehrere Bilder haben, die wir so individuell liegen haben, ist es alternativ von Vorteil, diesen Ordner dem Mind Manager bekannt zu machen, wo die Bilder liegen. Und wie das geht, wollen wir uns jetzt mal anschauen. Um die Bilder bekannt zu geben, kann ich im Mind Manager das Ganze über die Optionen lösen. Dort spricht man von sogenannten Paketordnern. Wir finden das über den Mind Manager, die Schaltfläche Mind Manager oben links, wenn wir die anklicken. Dort ziemlich weit unten gibt es die Mind Manager Optionen. In den Optionen sehen wir hier auf der linken Seite ganz ziemlich weit unten die Option Paketordner. Und hier finden wir die Möglichkeit, Paketordner bekannt zu geben für verschiedene Vorlagentypen. Mit Neu können wir einen neuen Eintrag erzeugen. Machen wir das mal. Und über den Pfad geben wir nun bekannt, wo liegen denn diese Bilder nun auf meinem Dateisystem. Das heißt, ich suche nun diesen Ordner auf meinem Dateisystem, wähle ihn an und sage OK. Als Ressourcentyp, da wir jetzt nur Bilder hinzufügen möchten, wählen wir hier nicht alle Ressourcentypen, sondern ganz individuell nur Bilder. Sagen OK, kontrollieren nochmal unseren Eintrag. Wir sehen hier oben den Namen und hier unten den Pfad auf unseren neuen Bilderordner und bestätigen das mit OK. In der Folge sehen wir nun in der Bibliothek hier direkt unseren neuen Ordner und in diesem Ordner sehen wir unten unsere 4 Bildchen und können nun einfach per Anklicken direkt auf diese Bilder zugreifen und entsprechend in unsere Map integrieren. Genauso können wir verfahren, wenn wir eigene Icons einbinden möchten, also wenn wir auch hier entsprechend eigene Ordner haben wollen, ist es der gleiche Weg, auch über die Mind Manager Optionen in den Paketordner gehen. Gehen wir nochmal rein, Mind Manager Optionen. Dann sagen wir hier wieder neu meine individuellen Icons. Auch wieder den Pfad wählen zu unserem Ordner entsprechend und sagen jetzt Icons entsprechend OK. Als Ressourcentyp wählen wir dann entsprechend auch Icons und sagen dort auch OK. Kontrollieren wieder unseren Pfad, OK. Und nun tauchen auch hier unsere individuellen Icons auf, die wir jetzt mit verwenden können. So, das war's schon. Sie haben jetzt gesehen, wie einfach es ist, eigene Bilder dem Mind Manager bekannt zu geben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren und Nachbauen. Und wenn Sie weitere Tipps möchten, dann schauen Sie mal vorbei auf www.mindacademy.de. Danke und auf Wiederhören.